Nachher ist Game Awards, ne? Stimmt, die sind auch heute. Technisch gesehen morgen, aber ja. Morgen ist es nachgeschlafen. Ja. Ah, ich bin noch nicht sicher. Ich würde mir eigentlich gerne den Livestream angucken, aber der wird doch eine Weile gehen. Gucken. Andererseits bin ich heute erst 14 Uhr aufgestanden, also eigentlich müsste ich fit sein. Ja. Du? So 14 Uhr aufgestanden? Nee. Nee. Auch heute ein bisschen länger geschlafen, 10. Oh, krass. Ahoi. 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 So ho ho ho. Ja, das war pünktlich gestorben. Was für ein Update? Was soll das? Bei wie Ah, was? viel? Bei Bei wie vielen Points? 2,2. Längst alles Weiter gemacht, geht oder nicht? eindeutig. Was soll ich dir sagen? Da Schon geht längst alles weiter. gemacht. Arschbacken zusammen und ab. Ich weiß es nicht, Max. Ich habe meine kompletten Highscores, die komplette Liste ist von 2,4 oder 2,5 bis 2,1. Alles in dem drin. Das irgendwie, Dann ja. hast du es da aber schon fast. Da müssen wir 1,3 Millionen um drauf und dann bist du durch. Aber irgendwie bin ich. Macht hier komische Sachen bei mir. Was? Sachen, Dinge und Dinge. Hier steht nur Download beginnt und er scheint irgendwas mit 2 MB zu laden, aber irgendwie passiert nichts. Oh. Das ist sehr eigenartig. Interesting. Was, Daten werden verschoben? Was verschiebt er denn? Daten. Ja, aber, hä? Hey, der macht das wie Patrick. Der trägt die Datenpakete von der einen Platte zur anderen. Stehen wir denn hier schon? Achso. Wieder, ich habe gestern ins VOD reingeguckt, wo wir geblieben waren. Sonst hätte ich auch keinen Plan mehr. Was Wir sind verschiebt ihr immer denn, noch in sag der mal? Kathedrale von Latanda. Wir haben das Blut geklaut und wollten eventuell noch mal von der anderen Richtung reinlaufen. Hallo Lorraine. Und wir haben jetzt noch im untersten Stock gegen, ich weiß nicht, was das sind, Goblins zu kämpfen? Kobolde. Betrunkene Kobolde, um genau zu sein. Eine Macke? Was Oh. macht ihr denn hier? Wo will er denn die Daten hin verschieben? Kann mir das mal jemand verraten? Backup. Zurück in den Müll. Den Müll, den Müll, den Müll, den Müll. Wie groß ist denn euer Baldur's Gate Ordner? Kann mir das mal jemand verraten? Auch. Und Du bist ja Baldur's ein Gate übelster Raging 135 Gig. River. 135 Gig, ja. Ja.
Weil da lädt irgendwie nichts runter, der verschiebt das irgendwie, keine Ahnung. Okay. Wie spielt man was für ein Spiel? Hier Baldur's Gate. Keine Ahnung, ist zu lang, ja. Da kann ich ja von Glück reden. Lass das ist auf der M2 hab, ey. Kann man machen, wenn er wollt. Dann können wir erstmal wieder rein. Ja, dann spielen wir Eldritch und dann machen wir beim nächsten Mal, dann mache ich einen Druid-Solo-Run. Das hätte sowieso besser gepasst. Wir sind, glaube ich, übrigens hier und unser letzter Plan war eine Long Rest. Ja. Wenn ich so auf unsere Lebensleisten und meine Ressourcen gocke. Meine schaut doch nicht besser aus. Weil, nee, wenn wir jetzt nochmal einen Run starten, dann mein Wild Mage. Da würde ich mich auch sehen. Wild Mage. Niemals ja. Dancing Lights, weißt du ja. Wahr. Alter, das ist ein Chaos hier. Da könnte auch mal wieder eine neue Folge kommen. Ja. Aber bei Dingo ist es okay zu warten, weil es so hoch qualitativ mehr geil ist. Ja, ja, das ist eine schlechte Idee. Wollen wir neu starten, Jungs? Wie sieht's aus? Was? Nee. Was? Also, wo wir schon so weit sind. Wir sind so weit. Gerade mal irgendwie 68 Stunden in dem Spiel. Naja, da haben wir das durch. Und wir sind noch nicht mal in Akt 3. Nicht mal. Da werden wir auch nie ankommen mit unserem Geklaue. Naja, also ich würde ja sagen, wenn wir ein Playthrough machen, dann ohne einen Fight zu bestreiten. Kriegen wir das hin? Pacifist One. Und ohne Diebstahl. Oh. Na, das wird so ja, nicht funktionieren. Ohne einen Fight zu bestreiten, geht auch nur ohne Diebstahl bei unseren Diebeskünsten. Weil ich bezweifle, dass wir das mit unserer Gruppe hinbekommen. Was macht er denn hier, ey? Was soll denn das? Ich möchte nur nochmal anmerken, was ich letztes auch geschrieben habe. Ich bin der definitiv am wenigsten irgendwelche Fights hervorruft. Naja. Möchte das nur mal gesagt haben. Das weiß ich nicht. Das bezweifle ich irgendwie sogar, um ehrlich zu sein. Also Leute, wenn der hier weiter so ein Bullshit macht, dann kann ich heute nicht mehr mitspielen, ey. Läuft nicht. Irgendwas verschoben und jetzt fängt er ja an, irgendwas runterzuladen. Falsch. Oh, stimmt. Wir haben ja immer noch das Radiant. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass wir dieses Radiant haben. Klar. Es kann aber nicht sein, dass, weil wir ein Item im Inventar haben, die ganze Gruppe plus 4 Radiant kriegt. Das ist so stark. Ich finde das gut. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, den Eric stört es am wenigsten. Viel zu mega broken. Was hat denn der Daniel schon wieder für eine Mega Potion? Was? Potion of Angelic Slumber? Ach, die Long Rest Potion. Nathan, das Blut. Once per long rest. You regain a nice person, you regain under light. Oh, die ist aber. Alter, schwer. Boah, ist die Brocken. Fuck. Ich muss das mal googeln, ob das so sein soll, Alter. WG3 Wiki. Anders. Haben die halt ein Level 6 Evocation Spell drauf. Ja, Mann. Morning Lords Radiance. Hat der bei euch auch so ein Bullshit gemacht?
runterladen? Keine Ahnung. Und meine Probleme hatte ich ja vor ein paar Tagen schon mal geschildert, wie ich sie gelöst habe. Was? Der Morning Lord's Radiance kommt nicht von der Waffe? Sondern? Von dem Puzzle, was wir gelöst haben, um die Waffe zu erhalten. Oh. Also, das Klauen der Waffe. Was? Nee, das Waffen auf die Podeste legen. Mhm. So hätte ich es jetzt auch genannt. Morning Lords Radiance. Kannst, ach, du, die mal die, kannst du die mal ins Camp senden? Das nervt mich gerade enorm, ey. Nicht, was kann ich machen, aber dann habe ich sie ja nicht mehr dabei. Wäre ein bisschen doof. Das ist korrekt, aber wir machen eh eine Long Rest, sobald wir alle da sind. Kannst du sie wiederholen. Na gut. Jetzt ist sie weg. Krass. Holy shit! Eine Quest gelöst und einen Damage Dice dazu bekommen. Das musst du dir mal auf die Zunge zergehen lassen. Ja, aber nur ein D4er, Max. Na, oho! Wisst ihr, wie viel ein D4er ist? Ja, es ist 1 bis 4. Ja. Wow. Das war so schlecht. Wow. Ich bin hart begeistert über diese Antwort, wirklich. Das war schon wieder so eine Nudelsuppen-Antwort. Nudelsuppen-Antwort? Ausgezeichnet. Also, wisst ihr nicht, meine Waffe macht 1d8 plus 5, 1d4 und nochmal 1d4. Einfach nur, weil wir es können. Ist ja schon behindert. Ich hab Eldritch Blast. Was machen wir eigentlich, wenn wir jetzt auf einen Gegner treffen, der Radiant Absorb hat? Ist egal, ich mach da noch 3 andere Schadensarten. Ich mach auch noch andere Schaden. Also. Ja, wenn du ihn jedes Mal um 4 heilst, mit ihr mit. Hast du mal auf meine Waffe geguckt, Max? 1d8 plus 6, plus d4, plus d4, plus d4, plus 2. Klingt nach einem Monk. So viele schöne verschiedene Schadensarten. 1d8 plus 6 ist aber auch wirklich crazy, ey. Ich hab Thunderous Smite. 1d6 plus 1 plus d4 plus d4 plus 2d6, Alter. Mhm. Könnte einfach den Eric, mit 30% gerade mal so ist mal. Ach, Leute. Oh, warte mal, habe ich die falschen Schuhe an? Ja, habe ich. Ich werde meine Schuhe einstecken, wenn meine Schuhe klaut. Bin ich. Ach ja, Vile Conduits. Das müssten sie gewesen sein. Egal, ich hab Eldritch Blast. Ja, der kickt sich ja nicht aus, das wird nicht. Was macht er denn genau? Der will jetzt irgendwas runterladen. 50 Gigabyte. Und was sagt er dazu? Zu diesem Vorgang? Wird du aktualisiert, steht da. Hast du mal versucht, irgendwie zu pausieren, abzubrechen, nochmal neu zu starten und so, diese Nummer? Also pausieren, ja. Da kommt aber wieder genau dasselbe. Wie startet er einfach mal im Steam? So, und seine Waffen sind aber auch lila, ne? Meine Güte. Ja, der sackt sich mal den besten Loot ein. Genau wie der Eric.
Und das vom Eric, Alter. Ich hau mich weg, ey. Ich hab nur Crap, weißt du, und ihr, also wirklich. Du hast eine tote Katze einstecken, muss ich denn dazu noch was sagen? Ja, weil das ist das, was ich, glaube ich, abbekomme, tote Katzen. Und ein Cape of the Red Prince hast du auch, Alter, damn. Das ist doch dieser komische Game-Content-Bla-Scheiß, oder? Ach, das hab ich gar nicht ausgepackt. War das nicht? Das lag doch da irgendwie rum und ich hab mir das eingesteckt. Aber ich hab den ja gar nicht an im Moment. Ja. Das ist eine Iron Flask, Alter. Die sieht ja komplett demonic aus. Ja, ne, die habe ich mir überlegt, weil ich die irgendwann mal benutze. Endlich mal. Oder ich kann man bestimmt aufmachen, dachte ich mir. Ich weiß es nicht, aber. Es steht ja, dass man das irgendwie. Ich weiß es noch nicht. Also, dann hat er das Crest gefunden, was man nicht mehr brauchen. Ihr habt alle einen Haufen Scheiß einstecken. Das ist ja unfassbar. Ich habe nur Scrolls. Also das krasseste Item, was ich habe, ist wahrscheinlich mein Pearl of Power Amulett. Hm, ja, das stimmt. Dieses OP-Amulett, das hast du dir da weggesichert. Nee, nicht das Heilungsamulett, sondern das, was einen Point wiederherstellt. Ach, das. Ich frage mich, wann ich mein Amulett loswerde hier mit der Key Restoration und dem Scheiß da, mit der Quest dran. Dann brauche ich auch ein neues irgendwann. Wo hat denn der gesagt, wo du hinschleppen sollst? Ach, ich hab's schon wieder vergessen. Wir haben zu lange nicht gespielt. Müsste ich mal nicht mehr gucken. Ja, starten wir das Team neu und dann schauen wir mal, was er da tut. Hab schon. Eventuell. Hab schon. Dann versuchen wir mal auf dem Game. Okay, auf dem Game mal die Daten validiert quasi vom Game. Der zeigt dir aber nicht wie bei mir diese Fehlermeldung an, dass irgendwie kein Platz mehr wäre auf der Platte, oder? Nee. Okay, wie viel Platz hast du denn auf der Platte? 100 GB. Da könnte er Probleme mit haben. Weil er für das ganze Spiel reserviert teilweise, ab und zu. Naja, ich weiß schon. Ja, aber wenn er eben nicht anzeigt, dass es zu wenig ist, dann wird es auch nicht daran liegen. Bei mir stand das direkt dran und groß. Und dieses Platten hin und her schieben. Ja. Man macht einfach seinen Download weiter. Zum Kotzen, ey. Wenn man jetzt eine mega schnelle Leitung hätte, wäre das kein Akt, aber so ist es natürlich gammelig. Was steht denn da? Da steht jetzt 50 MB von oder sind es insgesamt 50 oder? Was tut der da? Na, hier steht jetzt 47 GB von 105. Verbleiben 2 Stunden 11. Er lädt doch nicht. Und hat er auch eine, steht noch nicht das Beta, lädt er auch wirklich was und geht das voran mit dem Werten? Ja, er lädt mit 8 MB runter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwie, wieso sollte der jetzt 100 GB runterladen? Das ist doch Quatsch, oder? Ja, na klar, ist das Quatsch. Also letztens war ein Patch drauf, der war größer. Weiß auch nicht mehr, wie groß. Kannst du euch eigentlich sagen, bei mir updatet das Spiel eigentlich passiv. Aber nicht 100 GB groß, das ist ja. Nee, absurd. Der war aber auch mit 20. Ja, vorne hat er gesagt, Gigabyte. Irgendwas von Daten werden verschoben. Da hat er irgendwie 130 GB irgendwo hin verschoben. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Hm. Ja, das ist das, was ich meine. Wenn du 100 GB frei hast und der braucht 130, dann schiebt er die erstmal woanders hin und dann schiebt er sie wieder zurück. Das hat meine Oma eine Zeit lang gemacht. Und dann hat er ja angefangen runterzuladen irgendwas. 50 GB. Oh. Huh. Ja, wie macht man das? Ja, dann haben wir keine Wahl, müssen wir verschieben. Wenn du sagst, es dauert 2 Stunden, dann ist es um 10, dann brauchen wir auch nicht mehr anfangen. Ja, eben. Das ist ja sad. Ziemlich sad, ja. Ey, wir haben es immer ein bisschen Spiel geschafft. Wahnsinn, wir sind schon auf der Klippe. Progress. Das ist weiter, als wir es die letzte Zeit geschafft haben. Ja, genau. Das ist eine Katastrophe schon wieder. Ja, naja gut. Morgen wird's nicht. Morgen ist. Das war alles auf Auto-Update und dann macht er hier so ein Bullshit, ey. Mann. Morgen habe ich Prioritäten, soll ich dir sagen. Und keine Ahnung, oder? Der Max gibt mir hier seine
deine Source und ich zeig das bei mir an und dann müsst ihr zu dritt spielen und ich kommentiere das Ganze. Das ist doch Quatsch. Wir haben doch gesagt, sowas machen wir nicht, sonst hätten wir das doch schon vor Ewigkeiten so machen können. Quatsch, das fühle ich nicht. So kacke das jetzt ist halt wie mal wieder, aber das fühle ich gar nicht. Soll ich wenigstens mal die Flasche aufmachen, Max, so für den Spaß der Sache? Na klar, zieh. Pack mich mal in die Flasche, Alter. Pack mich mal in die Flasche. Muss ich den Stream wirklich austun. Oh, irgendwas passiert. Warte, lass mich reinschauen. Ha! Spectator beschworen! Ja, gut. Bisschen sad, ne? Der war da in der Flasche, ja? Ja, scheinbar. Finde ich ja fragwürdig. Das sieht schon sexy aus. Hast du den reingepackt, oder? Ja, nö, also. Der war da in der Flasche. Was denk? Ja gut, aber der droppt. Ja, na, weiß ich nicht, was soll der machen? Wir sollten ihn vielleicht nicht auspacken. Wisst ihr, was das Beste ist, Eric? Hm? Wir heben den oft, bis wir Baldur's Gate sind, dann zieht man mit einem Baldur's Gate, machst einen Stöpsel auf und dann geht's los. Ja, könnte man machen. Kannst du die werfen und wenn die zerbricht, kommt der raus? Warte mal, dafür müssen wir nochmal laden, nur für den Jux. Werden sie einfach Baldur's Gate in Schutt und Asche legen. Ja, das ist ja schon, wir kommen Baldur's Gate rein. Erste, was passiert, einer klaut vom ersten Händler, die ganze Stadt ist aggro und wir müssen alle umbringen. Da stehen wir unser Baldur's Gate vor. Meist die mal bei den Goblins rein, ich bin gespannt. Aber ich muss erstmal hinkriegen, dass ich hier. Normal müsste ich ja nicht ein Kontextmenü haben, wenn ich mit Rechtsklick draufklicke auf die Items unten rechts. Du kannst einfach auf Werfen gehen, dann kriegst du alle Items, die du werfen kannst. Okay, ja, machen wir das so. Man kann ich kann meine Scrolls werfen, na, das möchte ja stark sein. Ich werf den jetzt mal da hinten auf die Brücke. Ach, let's go. Tatsache, das spawnen die Holder. Er ist full in fight. Enemy ist surprised. Ja, voll geil. Warte. Könnte man sich jetzt auch einfach verstecken und das Ding reinwerfen und dann eliminiert das einfach alles? Wenn Michael und Eric das Ding einfach weiter geworfen hätte, dann wären wir vielleicht gar nicht in Fight gelandet, oder? Wie soll der das so weit werfen? Wirklich. Wie viel Stärke brauchst du, um das noch weiter zu werfen? Ja, man kann sich ja einfach nur irgendwo oben auf die Mauer drauf und dann reinwerfen oder so, es geht schon. Ja, cool. Dann haben wir das doch geklärt. Durch die Cracks reingeschmissen, die Bude. Ja, drück mal weiter. Mich würde mal interessieren, ob die den angreifen. So. Der letzte, den wir hatten, war da auch ein Spectator, oder nicht? Ja, sind nur kleine Beholder. Ja, ich weiß. Also ich hab deswegen, nur weil der. Ja. Kassel, die greifen den an. Wie geil ist das, Alter? Also für den nächsten Bossfight aufheben. Droppen wir einfach das Mega-Ding da rein. Es ist halt, aber warum hat der denn ein rotes Auge und kein lilanes? Der letzte war lila, ne? Nicht sicher. Glaub nicht. Okay, tja, na dann. Hat sich noch nichts verändert, nehme ich an, so, ne? Nee, der lädt hier. Der lädt und lädt. Also, hab keine Wahl da. Hallo, Hamster. Er hat es nicht mal angezeigt, dass er ein Update braucht. Beim Starten hat er das einfach gemacht. Ist ja unlucky. Kompletter Bullshit, Jungs, ist das. Geht mir richtig auf die Nüsse gerade. Wie gesagt, Samstagabend weiß ich nicht, ob ich kann. Oder ob ich da noch Bock auf Passive Access habe, je nachdem, wie es läuft, nehme ich an. Aber von mir aus könnten wir Sonntag nochmal probieren, wenn ihr wollt. Na, bis Samstag hat sich doch die Season wahrscheinlich eh erledigt, oder? Weiß ich nicht, wenn ich sterbe vielleicht. Für mich nicht. Die Season, die werde ich durchziehen. Kommt drauf an, halt, wie lange das läuft. Spielst du auch noch Hardcore, Daniel, oder? Nee. Okay. Der letzte verbleibende Hardcore-Spieler. Deswegen spiele ich Max ist der Einzige, der Hardcore spielt. Deswegen ist deine Season noch so kurz. Erstaunlicherweise sind meine Seasons ja gar nicht so kurz. Schaffe ich mittlerweile. Ja. Mal gucken. Ja, weiß ich nicht, morgen ist. Habe ich theoretisch Zeit abends, übermorgen. Theoretisch auch. Wie gesagt, morgen geht gar nicht. Morgen ist. Morgen ist der Season-Beginn, ja.
Ja, ja, da. Season ist Season und so. Und ja, aber am Samstag vielleicht, am Sonntag, keine Ahnung. Ich habe die nächsten Tage nicht also, viel Zeit, zumindest abends. Okay. Nicht viel ja, Zeit. Doch, ich habe nächsten Tage viel Zeit, zumindest abends um diese Zeit. Ja, also ich sag mal, okay. Samstagabend vielleicht, je nachdem, wie die Stimmung ist. Und Sonntag, denke ich, könnte man definitiv doch, wenn es nach mir geht. Ich bin nämlich noch krankgeschrieben jetzt bis 29.12. Bis 29. Das ist hart. Bin die Woche noch geschrieben. Dann hör mal, also hast du, wenn morgen. Du mal Langeweile hast. Wie wär's denn dann mit dem Expedition-Ding? Können wir mal einplanen. Mal dann irgendwann, ne? Ich hätte auch Bock. Abends, wenn mal wieder sowas wie heute ist, zum Beispiel? Ja, heute nicht. Jetzt, nee, aber, jetzt hab ich aber wenn wieder eine ähnliche Situation eintritt. Wenn mal sowas passiert, könnte man das mal machen, ja. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich mal auf was Seite ist denn behalten, Expedition? Mal runterladen. Na, wir spielen doch mit Eric immer die We Were Here-Teile. Die sind doch so mega geil. Ah ja. Oh ja. Und da war jetzt, letztens ist einer rausgekommen von einem Modder-Team und der war umsonst, glaube ich, für eine Woche und danach ist der, glaube ich, ins Pay gegangen sogar. Mhm. Der heißt We Were Here Expedition oder so ähnlich. Ah ja. Ich glaube, wir haben noch mittlerweile noch so einen ähnlichen Titel auch noch auf der Wishlist irgendwo liegen, den wir uns mal angeguckt hatten. Wir hatten uns irgendwo eben noch geholt, ne, wo wir gesagt hatten, der könnte interessant sein. Ja. Ich auch essen. Ja gut. Ja gut, na gut. Dann mache ich jetzt Hamster. Hamster, was machst denn du heute? Was ist denn euer Plan mit Chiara? Hamster ist bestimmt schon nicht mehr hier, scheiße. Guck ich mir dieses wunderschöne Auge an. Ich finde auch das Lächeln unglaublich angenehm. Naja, es ist so ein Beholder. Das hat schon richtig Spaß einfach. Zuckerschnuten. Ja, hat einfach richtig Spaß, hat er. Ja. Ist nicht begeistert. Ja. Er hat so mehrere Zahnreihen wie so ein Hai. Ja. Soll jetzt mal googeln, ob die auch nachwachsen? Meinst du, der Beholder ist so weit beschrieben, Beholder. Ist ja ein Spectator, streng genommen. Es ist ein Beholder, klar. Gibt es eigentlich noch eine größere Nummer als den Beholder? Vielleicht. Ich weiß gar nicht genau, wie das läuft. Spectator gibt's, glaube ich, ne? Watcher gibt's, glaube ich, auch noch. Spectator, Beholder und dann gibt's noch ein Manual. Du hast also einen Beholder-Hammer, Ellie? Alles klar. Ein Beholder-Hammer? Er hat bei Monster Hunter World einen Hammer mit einem Auge drin, also mit so einem Auge. Okay. Ich glaube, Watcher sind die kleinsten, ne? Daniel. Nee, die oft das Monster Daniel. Drin. Ja, bin dabei. Also, Betrachter. Es gibt. Gibt einen Beholder, Todestyrann auf Deutsch und den Watcher. Ein Todestyrann? Todestyrann. Ist das dann der größte oder was? Kurz gucken, so aus. Ja. Aha, nie gehört von den Spectator, die wir haben, sind die kleinsten. Ich dachte, es ist von klein nach groß Watcher, Spectator und dann halt der Beholder. Dass es noch was Größeres gibt wie Beholder, wusste ich auch nicht. Also der Spectator ist der kleine, der Behavior dann oder was? Der hat 39 TP, AP. Der Beholder hat 180 HP und der Todestyrann hat 107. Das ist eigentlich nur das Monster-Manual mal da haben, um die ganze Lore zu lesen von den Viechern. Game hat mir einfach die Auflösung hochgedreht, das habe ich gar nicht mitbekommen. Von 2K auf 4K. Mhm. Aber ist das nicht okay? Nee, das lässt die Grafikkarte zu heiß laufen. Wenn ich wenn ich die auf 4K auch stelle, dann geht die auf 80 Grad. Aber hast du nicht einen 4K-Monitor dann, in dem Fall, den du nicht bedienst? Ja,
Ja, der kann theoretisch, könnte der 4K, aber also, ich lasse das Spiel trotzdem nur in 2K laufen. Okay. In dem Fall. Ja, ich weiß ja nicht, wie die... Siehst du den Unterschied dann überhaupt? Sind. Ich sehe den nicht wirklich. Also, ich also habe ja sagen, sowieso so ein bisschen kurzsichtig und so, aber... Bei 27 Zoll habe ich es gesehen. Du siehst, bei 27 Zoll, finde ich, siehst du den Unterschied. Immens sogar. Ja, ich habe meine Brille auch nicht echt? Oft, Max. Also, der verschwimmt. Ich hätte gedacht, bei so größeren Zollzahlen vielleicht, aber bei kleineren, Naja, darum geht's ja. Je kleiner dein Monitor und desto kleiner deine Auflösung, desto besser sieht dein Bild aus. Wenn du aber einen 27-Zoll-Monitor hast mit 1080p, dann hast du so eine geringe Pixeldichte, dass man die Pixel sieht. Ja, theoretisch schon. Aber ich weiß jetzt halt nicht, wie das sich bei 4K verhält. Weil ich hab einen 32-Zoller in dem Fall und habe jetzt auf 1440p. Sieht okay aus. Ja, für mich. Gut dran. Sieht natürlich auf 4K noch mal ein bisschen geiler aus, aber wenn ich die Brille nicht auf habe, dann verschwindet dieser Unterschied von alleine. 32 Zoll, 40p, PPI, PPO. Bringt mir halt nichts, wenn die Grafikkarte hier Feuer fängt, weißt du? Das ist so korrekt. Das fühle ich total. Ich habe es bei mir ja auch, dass ich die Schranklüfter anmachen muss, weil ich sonst beatmet der sich halt die ganze Zeit selbst und dann habe ich da drinnen halt statt 50, 60 Grad während des Streams 70 und das muss halt einfach nicht sein. Alter. Also dieser Todestyrann, gegen den will ich nicht kämpfen. Ne? Na, wird dann bestimmt geil. Warum denn nicht? Hier stehen die PPI. Seine Passive ist ein negativer Energiekegel. Einen Kegel negativer Energie über 45 Meter. Er kann zu Beginn seines Zuges entscheiden, wo der Kegel hinzeigt und ob er aktiv ist. Und wenn jemand in dem Bereich des Kegels stirbt, kann er den Toten wieder zur Zombie wieder animieren. Und dann ist er unter seiner Kontrolle. Das kann ich auch. Oh. Das ist kein Problem. Da macht er mir nichts vor. Ja. Hier, also die Seite, die ich gefunden habe, ist kacke, da steht es nicht da. Aber man sagt wohl so 110 ist so das Minimum, was man haben sollte. Naja, cool. Dom, hast du mal beim Hamster nachgefragt, was die machen wollen? Weil wenn ich jetzt den Hamster im Ding sie geschrieben, ausmache, im würde ich dann Discord, auch aber da kam noch nichts. Okay. Ja, man muss ja nicht jeden Tag streamen. Wir haben ja heute auch schon gestreamt. Mein Video rein. Und wir sind nicht disconnected heute, Freunde. Könnt ihr euch das vorstellen? Keine Disconnects. In 2,5 Stunden Stream. Irrsinn. Ich wusste gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, nachdem ich das letzte Video aus 5 Teilen zusammenbauen musste. Traurig. Das ist richtig sad, Alter. Das Schlimme ist ja nicht mal das Rendern, weil mein PC das mittlerweile in einem Affentempo durchschiebt. Aber ich muss die runterladen, muss ich also quasi warten, bis mir Twitch das Video gibt. Und dann muss ich es hochladen und das dauert ewig, weil Deutschland. Ja, oder halt die Teile nacheinander, ne? In die Playlist. Ja, das will ich nicht, das kotzt mich an. Das finde ich scheiße. Also, hätte man so machen können, aber ich habe jetzt immer angefangen mit dem Zusammenschrauben, also schraube ich sie zusammen. Oh. Ist halt nervig, aber wächst nicht dran. Meine Leitung ist da einfach zu bad, das könnte ich nicht machen. Ja, die haben ja jetzt meinen Preis erhöht sogar, die Schweinepriester, von 40 auf 45. Gut. Ja. Haben sie gesagt, Daten sind teurer geworden. Schön. Ihr Dummseid, habe ich gefragt. Total toll. Dann habe ich überlegt, ob sie noch was Besseres haben, aber du findest leider nichts Besseres. Das ist so traurig. Telekom-Leitungen sind schweinesteuer und haben nicht genug Umpf. Und Vodafone ist der Einzige, der so eine hohe Leistung anbietet. Und das auf Kackleitungen. Weil wenn viele Leute die Leitung benutzen, geht nicht mehr. Es ist also zum Wegrennen.
So, Daniel. Daniel, weißt du, was wir jetzt machen? Du machst jetzt einen Dings-Run, streamst den im Discord, ich guck den im Stream mal Kinoabend draus. Was gezeichnet. Das klingt nach einem super Plan. Nova-Run. Kann ich zwar nicht gebrauchen, weil das der übelste Pillow-Stream ist, aber... Ah, nee. Kommt eigentlich Anfang des Jahres irgendwas Neues raus an Spielen, was man unbedingt sofort spielen müsste? Oh. Kommt ein 2D Prince of Persia raus, habe ich gehört. Oh ja, das sah auch sehr fancy aus. 29. Februar. Ah, das kommt ist Final 7. Ja, das ist. Da warte ich sowieso, bis es komplett fertig ist, wenn ich es jemals spielen sollte. Ich überlege nämlich, was kommt ich als nächstes spiele, entweder Dyson Sphere oder Terraria. Terraria habe ich letzte Zeit echt ein bisschen Mods ausprobiert. Gibt's schon ganz schön. Ah, kommt schön. Final Fantasy Remake, zweite Teil. Der zweite Teil? Ich darf, ja. Durfte ja den ersten noch nicht mal spielen, weil er nicht auf PC ist. Ja. Ja, ob die auf PC kommen, wisst ihr schon. Ja, da sind die, kommen die? PC? Irgendwann schon. Aber zum Release weiß man ein nicht. Ein Jahr. Final Fantasy da. 7 auf. Ja, ist aufs. Weißt du, wann das in Notria rauskommen soll, Eric? Das ist jetzt wohl in die Closed Beta gegangen irgendwann im November, aber. Nö, aus dem Kopf kann ich dir das jetzt nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich dachte, du hättest vielleicht mal aufgeschnappt, wann da irgendwas kommen soll. Oder ob das Early Access Release, das wäre auch schon mal eine Sache, die mich. So, kannst du doch schnell googeln, oder? Ich bin auf der Steam-Seite, aber ich kann es nicht sehen. Hier steht nur die. Das letzte ist halt die Closed Beta. Ich weiß halt nicht, ob es als Early Access releasen soll oder als Dings. Ich weiß noch gar nicht, ob es gut sein soll. Es sieht halt übelst fancy aus von den Bildern und so, aber das hat der Hesse nicht. Ich muss hier im nächsten Mal auf jeden Fall nochmal die Settings irgendwie. Das war hier alles durcheinander gekommen irgendwie. Ach, das. Gut, das kann auch an dem Reinstall liegen, ne? Natürlich. Ich muss das jetzt kann sein, ja, wenn du die Config mit rausgeschmissen hast. Ja, habe ich jetzt nicht bewusst, aber dann hat er vielleicht von selber dann gemacht. Ich habe ja neu installiert. Muss ich nochmal die Settings wieder anpassen. Gut, Jungs, dann mache ich erstmal schnell einen Stream aus. Bis gleich. Oder willst du noch eine Runde darken, Maxe? Hat er schon ist ausgemacht? Ich gehe auch mal raus. Jo, haust du rein. Jo, ciao. So, Grimm ist aus. Wir können von mir aus eine Runde Dark spielen, so. Ich mache jetzt da aber nicht mehr den Stream für an. Es sei denn, wir haben jetzt hier gleich noch den übelsten Zulauf und drei Leute, die wir noch nie, denen wir das Spiel noch nie beigebracht haben, wollen mitspielen. Das ist natürlich was anderes. Oh. Weiß nicht, aber wo willst du diese Leute finden? Wo? Du wirst lachen, wir haben zwei brandneue Spielerinnen rekrutiert. Läuft. Irre, ne? Na, ich muss nur noch Ishal mitspielen. Nein, danke. Kriegst die Leute, glaube ich, nicht zu Dark. Dafür sind die WoW-süchtig. Wer auch kein WoW? Dafür sind die zu... Was für ein MMO, Daniel? Keine Ahnung, WoW-süchtig? Was weiß ich? Daniel ist zu süchtig, so. Bist du süchtig? Nee, ich hab das ja schon ein paar Mal erklärt. Es ist halt einfach, ich hab nicht diese Nostalgiebrille, wenn es um Dark geht, deswegen. Ja. Ja, die, also grafisch, auch wenn es für mich selbst schwer zu verstehen ist, kann ich das, also kriege ich das in meinen Kopf. Die Leute sagen, Grafik sieht scheiße aus. Wenn ich finde, dass die nicht viel schlechter aussieht wie bei WoW, ist halt nur ein anderer Stil. Spieltechnisch denke ich mir immer so, ja. Steuerung, clunky, bin ich ganz bei euch, aber so das System dahinter ist halt eigentlich ziemlich gut. Ja, wie gesagt, glaube ich schon, aber ist halt schwierig jetzt im Nachhinein zu sagen, ey, hab dieses Spiel nie gespielt und jetzt bin ich voll hyped. Nee.
Hätte ich es gespielt, wahrscheinlich würde ich auch sagen, ja, ab und zu mal da. Lass dich anstecken, Daniel. Um Hype geht es ja da gar nicht. Da geht es ja gar nicht um Hype. Es geht um PvP-Spielen, ist er. Stimmt nicht, wir haben Hibigras. Noch viel besser wie Kekse. Kekse. Gute alte Hibigras. Ja, naja, Daniel, dann neue Frage. Hast du Bock, dich in Caves of Kut einzuloggen und mir eine vernünftige Steuerung zu bauen für das Spiel? Denn was? LOL! Weil das der übelste Mega-Abfuck ist. Ah, danke. Scheiße. Du solltest dir das angucken. Caves of Kut könnte für dich sein. Okay. Soll ich dir ein Video schicken? Oder sagst du jetzt ja und dann guckst du es dir sowieso nicht an? Kut, sein Band, RPG, Roguelike, Epic. Ach so, das. Den. Caves of Kud. Cock. Ja, ich schaue es mir gerade an. Ja, das habe ich schon mal irgendwo schon mal drüber gehabert. Aber ich glaube, ignoriert. Ich habe es mir gegruft. Und dann habe ich es. Ich habe es auch eine Weile gespielt, aber ich habe es, bevor ich das erste Mal das Spiel spielen konnte, bestimmt 3 Stunden die Steuerungssettings eingestellt. Absolute Vollkatastrophe. Also, kannst du dir nicht vorstellen. Kannst du dir auch nicht ausdenken. Sowas musst du erlebt haben. Na klasse, ich komme wieder mit dem Faustkampf und sie hat einen Bogen. Ah, typisch. Ja, jetzt chillt ihr schon die ganze Zeit mit dem Bogen rum. So, gut, na dann mache ich jetzt hier meine Hüfte aus. Max hat einen Bogen besiegt, ich fasse es ja nicht. Mit der Faust. Alter. Habe ich mir beim Lüfter ausmachen auf die Brille getackt. Geil. Beim Lüfter aus. Was? Ja. Hier ist ein kleines Problem in meiner Konstruktion. Ich wollte die Lüfterschalter mit doppelseitigem Klebeband an meiner Schrankwand festmachen, aber das hat das Klebeband nicht so gesehen. Das hat gesagt, hier kleben? Ah, nee, das ist mir nicht. Und dann dachte ich mir, gut, dann machst du doppelseitiges Klebeband auf doppelseitiges Klebeband und klebst die Schalter zusammen, damit du nur nach eben Kabel suchen musst. Und das hat eine Weile gehalten und danach haben sich die beiden Schalter entfremdet, weil sie sich nicht mehr so verstanden haben. Und jetzt darf ich immer nach 2 Kabeln unter meinem Tisch fingern, bis ich dann mal endlich diese Lüfter ausdrehen kann. Klasse. Ja, dann würde ich einfach wieder Dark anmachen, nehme ich an. Wenn du Bock hast mitzumachen, Maxe? Ja, ein bisschen Drui fahren. Ja, wieso nicht? Ja,